Hallo und willkommen zu einem etwas kleineren Unboxing-Video von diesen Tarotkarten hier. Ich hatte schon seit längerem diese Karten hier in Benutzung. Das sind etwas kleinere Karten, die halt auch alle in der Mitte so ziemlich stark gebogen sind, weil die halt schon sehr, sehr lange in Benutzung sind. Hier gibt es auch ein Buch dazu und ich habe mich jetzt entschieden, quasi dieses Set abzulösen und mir Karten zu kaufen, die auch erstens eine bessere Rückseite haben, größer sind und auch ein Buch dazu haben. Zwar ein etwas kleineres, was ich aber besser finde als dieses hier. Dazu komme ich aber später nochmal. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange und packen das Ding hier erstmal aus. Dazu muss gesagt sein, ich hatte dieses Set bereits mir gekauft und ich hatte auch geplant dazu ein Video zu machen. Leider hatte dort eine spezielle Karte einen Druckfehler. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal an, ob diese Karte keinen Druckfehler mehr hat. Gerade bei Tarotkarten ist das halt sehr wichtig, dass die Bilder klar und deutlich zu sehen sind. So, ich packe das Messer mal aus dem Bild und dann öffnen wir das Ganze. Verpackung erstmal vom Grund her. Ja, es ist eine solide, schöne Verpackung. Dann haben wir hier jetzt zuallererst die Anleitung, wo man schön die Bedeutung jeder einzelnen Karte hier nachlesen kann. Hier am Anfang sollten auch verschiedene Muster sein, die man nachstellen kann. Ja, hier. Und das Wichtigste ist allerdings sind die Karten. Und das sind diese hier. Ja, ich habe mich hier auf jeden Fall für die Premium-Edition entschieden, weil die Premium hier ein anderes Rückendesign hat. Und halt, ja, wegen der Box hier. Ich glaube, in der anderen Standard-Edition hat man nur so ein Papierset, wo man die Karten dann rausholt. Hier hat man wirklich eine Box und kriegt halt auch eine Anleitung dazu. So genau weiß ich es allerdings nicht. Okay, packen wir die Karten aus und schauen wir sie uns mal an. Beginnen wir mit der ersten Karte. Ich habe hier zum Vergleich mal die kleine Karte. Ich weiß gar nicht, ob das hier Pocket Design ist oder Mini. Zumindest war es halt in diesem Tarot für Einsteiger-Set dabei. Aber vergleichen wir die beiden Karten mal. Sehen ziemlich identisch aus. So. Aber hier können wir schon direkt sehen, dass das hier quasi von der Standard-Edition ist. Beziehungsweise halt, das hier ist die Premium-Edition und das halt, es sind nicht Standardkarten, sondern nur das Standard-Set. Und ich habe mich jetzt für Premium entschieden, gerade wegen diesem Rückendesign, weil ich persönlich kein Fan von diesen blau-gelb-roten Farbkombinationen bin und auch nicht von diesem Kreuz hier bin. Ich finde dieses hier, was so ein Kieselsteinmuster hat und was so in weiß und hell golden gemacht ist, finde ich persönlich viel, viel schöner. Auch wenn man die Karten umdreht, vermischen sich die Karten dann ineinander viel, viel mehr. Ich finde das einfach persönlich viel, viel ansehnlicher. Okay, das ist die Karte und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal in einem schnellen Durchlauf hier die Karten durch. So, das waren alle Karten mal kurz im Schnelldurchlauf. Hier haben wir noch zwei Karten zum Üben. Tja, und wie es zu erwarten war, ich habe mir mal drei Karten rausgesucht, die alle drei etwas haben. Was wir beginnen mit weniger aufmerksam bis ganz schlimm. Einmal dieser Punkt und dieser Punkt hier. Das sind
quasi Punkte, die draufgedrückt werden, so als wenn hier quasi, als wenn man mit einem Kugelschreiber hier Punkte drauf macht. So an sich, so schlimm finde ich diese Punkte jetzt nicht. Hier geht es dann weiter, hier kann man auch hier oben sehen, dass hier genauso ein Punkt ist. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Jetzt kommt das. Hier ist ein großer Kreis, hier ist ein kleiner Kreis, hier ist ein Kreis und hier, seht ihr das? Dieses schwarze hier, das sieht aus, als wenn hier irgendwie Tinte ausgelaufen wäre oder sonst was. Ich weiß nicht wieso, aber genau so sah die Karte auch das letzte Mal aus. Ich habe euch ja gesagt, dass ich dieses Set hier jetzt gerade zum zweiten Mal habe, weil eine Karte quasi so einen Druckfehler hatte und ich deswegen das zurücksenden wollte. Das ist es. Genau das. Ich blende euch jetzt hier mal ein Foto ein, was ich vom anderen Set gemacht habe. Und dann seht ihr, es ist genauso. Ich kann das jetzt auch mal vergleichen mit derselben Karte, nur vom kleinen Set. Ihr seht, dass das hier nicht so sein sollte. Es ist auch, wenn man das im Buch oder Bilder von der Karte ansieht, hat das nicht. Das ist irgendwie beim Drucken oder so ein Fehler passiert. Das Problem bei Tarotkarten sind, bei normalen Spielkarten hätte ich jetzt gesagt, okay, egal, man sieht dann den Wert. Bei Tarotkarten ist jede kleine Eigenschaft einer Karte wichtig für das Lesen der Karte. Und wenn man dann hier solche Punkte sieht und so weiter, die das ganze Bild so ablenken, ist das einfach nicht schön. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich diese Karten jetzt genauso zurücksende oder mich da mal melde und frage, hey, wieso ist das so? Und ja. Damit das Ganze jetzt nicht allerdings so düster endet, sage ich mal so. Das ist nur so, die Karten brauchen eine Woche, selbst mit Premium-Versand, bis sie geliefert werden. Jetzt habe ich schon 2 Wochen lang gewartet. Aber egal, ich bin ein bisschen genervt davon. Ich bin genervt, gerade deswegen, wenn man schon so viel Geld dafür ausgibt. Damit wir jetzt aber mal zu etwas Positivem kommen. Wäre das nicht da, wäre das Set wirklich super. Ich meine, die Karten haben die optimale Größe, die Karten sind stabil, also sie fühlen sich wirklich stabil an. Haben eine gute Rückseite und das Heft hier finde ich besser als dieses hier. Ich erkläre euch warum. In diesem Buch bekommt man diese Anleitung hier ungefähr in dieser Größe für eine Karte. Das hier sind jetzt 3 Karten, weil es 3 verschiedene Sets sind, aber in dem Fall wäre das die Karte aus diesem Set. Und man bekommt dann dazu eine Anleitung. Wenn wir jetzt einfach mal für irgendeine Karte etwas raussuchen, dann haben wir hier genauso eine Anleitung, die ungefähr dieselbe Größe, wenn nicht ein bisschen weniger hat. Hier bekommen wir aber noch genau quasi gesagt, die Bedeutung dieser Karte bedeutet das, Warnung im Hinweis das und was zu tun ist das. Außerdem, finde ich, geht die Interpretierung in diesem Text mehr auf das Aussehen der Karte ein, als hier mehr als... Ich finde, dass diese Texte so ein bisschen abschweifend sind, während das hier wirklich mehr auf die Bedeutung der Karte eingeht und mehr auch auf das, was man sieht. Und natürlich ist das ein bisschen hilfreicher, weil man dort direkt gesagt bekommt, ja, das ist zu tun und das bedeutet die Karte wirklich genau, anstatt hier, dass man es raussucht. Deswegen würde ich sagen, dass das eher für Fortgeschrittene ist, aber für Leute, die damit quasi jetzt nicht wirklich sehr, sehr krass in diesem Thema drinne sind, für die empfehle ich dieses Set hier, weil dieses Buch hier dort ein bisschen aussagekräftiger ist. Nichtsdestotrotz, das zweite Mal Druckfehler hier, mich nervt es eigentlich nur noch, ich gebe zurück und hoffe, dass das nächste Set das nicht mehr hat. Ich habe Neuigkeiten vom Tarot-Set. Eigentlich hatte ich gedacht, nachdem ich das Video vorgestern aufgenommen habe, ja, okay, dann sende ich das wieder zu Amazon zurück, bestelle mir ein neues Set und dann hoffen wir, diese Karte hat nicht wieder diese Fehler, also Druckfehler hier, hier, hier und sogar ein bisschen hier. Ja, ich habe mich dann aber umentschieden und habe einfach mal beim Verlag angerufen und zwar bei diesem AGM Urania Verlag, tut mir leid, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Und hab dem Bescheid gesagt, ey, ich habe 2 Sets davon bestellt, bei beiden ist die Karte König der Kelche, hat da Druckfehler und so weiter drauf. Ich wollte gerne ihnen Bescheid sagen, bevor ich das hier zurücksende und so weiter. Und die haben mir sofort gesagt, wir senden dir eine neue Karte zu, wenn das für sie in Ordnung ist. Und ich war erstmal super, super happy, hab denen dann gesagt, ja, die und die Karte ist das und so weiter. Super cool, dankeschön. Ja. Ich hatte aber ein bisschen Zweifel. Ich meine, es gab 3 Sachen quasi, die hätten schief laufen können. Erstens, die falsche Karte einzupacken. Ich meine, es gibt
Ich glaube, von diesem Set hier 7 verschiedene Variationen, 3 von der blauen Standard-Edition und 4 von der orangefarbenen Edition. Ups, so. Von denen eine nur in Englisch verfügbar sind. Das sind diese ganz, ganz großen Karten. Mir reichen die hier aber, die haben eine optimale Größe, eine super Größe. Aber es hätte ja passieren können, auch wenn ich denen das gesagt habe, dass sie jetzt eine falsche Karte eingepackt hätten. Die zweite Sache ist, sie haben ja die Karte per Post und so weiter gesendet. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass die Karte jetzt zerknickt ankommt und ich dann doch hätte das alles zurücksenden müssen, und weil ich wollte nicht dann wieder anrufen. Und selbst wenn alles in Ordnung wäre, diese Dinger, das sieht man ja nicht auf Anhieb. Ich pack das mal auf die Kamera, dann sieht man vielleicht schon, dass das hier diese komischen Druckfehler hier hat. Dieses weiße hier, dieser Strich, das gehört zur Karte hinzu. Und genau das ist der Punkt. Das sind alte Karten mit alten Muster. Man weiß nicht, gehört das jetzt dazu oder nicht. Ich hatte da ein bisschen Angst, dass mir jetzt die Karte mit denselben Fehlern nochmal zugesendet wird. Aber tatsächlich keine einzige Enttäuschung. Mir wurde eine Karte in einem Briefumschlag zugesendet. Dieser Briefumschlag war in einem Heft drin und dieses Heft war in einem größeren Paket drin. Und das war super, weil es war nicht nur die richtige Karte, sondern es war alles mit der Karte vollkommen in Ordnung. Ich habe diese Karte jetzt auch, ich habe die Karte gestern bekommen und wollte erstmal sie im Deck testen. Ich erzähle euch gleich warum. Aber die Karte kam an und sie hatte keine Fehler. Und ich bin mega, mega zufrieden deswegen. Da ist sie sogar, die Karte, relativ weit oben. Und hier sehen wir jetzt die Karte. Keine Fehler. Diese ganzen Druckfehler von der Karte sind hier nicht drauf. Und es ist die richtige Karte in der richtigen Größe, richtiger Hintergrund. Ich bin super, super zufrieden. Also ganz im Ernst, das ist mega, mega super gelaufen. Am Anfang, als ich die Karte bekommen hatte, da war die noch durch die Kälte und so weiter sehr steif und hat hier sehr krass gewackelt. Also so, wie sie jetzt hier hin und her wackelt. Jetzt macht sie gar kein Geräusch mehr und so weiter. Jetzt hat sie sich mit dem Deck quasi abgefunden. Aber am Anfang war die halt sehr steif, die Karte. Und ich dachte mir, okay, jetzt ist sie steif, jetzt schaut die raus im Deck. Und ich weiß, wenn ich die Karte sehe, dass das die Karte ist. War es aber gar nicht. Diese Karte verschwindet im Deck genauso wie jede andere Karte. Und das macht dieses Deck quasi perfekt und vollständig und benutzbar. Ich bin super, super positiv deswegen eingestellt. Und ich finde jetzt auch, da diese Karte so eine eigene Geschichte hat, dass dieses Deck, gerade weil es ja ein Tarot-Deck ist, jetzt etwas Besonderes ist, finde ich. Einfach so, ich habe dieses Deck auch selber für mich schon mal getestet und ausprobiert. Und es hat mir super geholfen, die Energien stimmen auf jeden Fall für dieses Deck. Und ja, ich bin positiv überrascht. Das wollte ich einfach noch zu dem Deck sagen. Jetzt, da die Karte perfekt ist, ist das ganze Deck eigentlich perfekt und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, weil nicht nur die Anleitung ist super, hatte ich ja schon erzählt, sondern auch die Karten, das dort, das, die ganze Box, es ist super. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann.